Moinsen Leute, was geht ab? Spex ist wieder am Start und heute möchte ich euch ein ziemlich neues Zombie-Mobile-Game präsentieren, das ich vorhin gefunden, angezockt und für gut befunden habe. Und deswegen wollte ich euch dieses schöne Spiel nicht vorenthalten. Es ist jetzt verfügbar für iOS und soweit ich weiß auch für Android. Ich hätte mich vielleicht vorher informieren sollen, das tue ich jetzt nochmal ganz schnell. Ja, es gibt es auch für Android. Ich habe eben gerade nochmal ganz kurz nachgeschaut. Und noch ganz kurz nochmal zu diesem Spiel, bevor ich hier anfange, Zombies wegzumetzeln. Worum geht es in diesem Spiel? Dieses Spiel ist ein PvE-Spiel, das heißt, ihr spielt hier nicht gegen andere Spieler online, sondern nur gegen den Computer. Ihr durchlauft immer hier verschiedene Kapitel, also Kapitel 1, 2, 3 und so weiter. Und pro Kapitel müsst ihr 10 Levelabschnitte durchlaufen, alle Gegner wegmetzeln, ohne zu sterben. Und dann könnt ihr euch einen Bonus aussuchen, das werdet ihr gleich sehen, den ihr für die nächste Runde mitnehmen könnt und müsst dann den nächsten Levelabschnitt durchlaufen, ohne zu sterben, bis ihr den 10. Fortschritt erreicht habt. Und erst dann bekommt ihr das nächste Kapitel freigeschaltet. Wir springen mal direkt jetzt in eine Runde rein und ich zeige euch jetzt einfach mal das Game. Hier seht ihr schon, das ist die allererste Fähigkeit, die man jetzt auswählen kann, diesen Bonus, von dem ich gesprochen habe. Ich schaue mal ganz kurz, was ist jetzt hier ganz gut. 20% Schaden während Laufen abklingt. Laufen ist hier ein Button, den kann ich euch gleich mal zeigen. Zack, mit dem mache ich so einen Sprint. Und jetzt verfärbt sich meine Waffe für die Zeit, wo ich erhöhten Schaden habe. Ich habe auch die Möglichkeit hier, Waffen, die werden durch die Gegner gedroppt. Wow. Und kann man immer wieder austauschen, immer wieder aufheben. Autofeuer ist hier auf jeden Fall am Start. Sowie auch Granaten, die man einsetzen kann. Das sollte ich vielleicht jetzt auch mal tun. Hier, so. Back. Und ja, das war schon der erste Durchlauf, der erste Fortschritt von den 10 Fortschritten pro Kapitel. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was ich hier noch als Bonus haben möchte. Gesundheitsfanatiker ist auf jeden Fall immer gut. Also habe ich jetzt zumindest in meinen ersten Runden, ich rede schon, als würde ich das so lange spielen, in meinen ersten Runden fand ich, war das ganz gut. Weil man doch manchmal ganz schön viele Zombies über den Weg läuft. Das beginnt meist recht ruhig, aber wartet ab, Leute. Das wird noch relativ wild. Er zum Beispiel ist auch fies. Er sprengt erstmal alles weg und verseucht alles radioaktiv. Da liegt jetzt eine schöne Waffe, die ich gerne hätte. Danke. Wow. Er zum Beispiel ist so ein Baseball-Zombie. Der wirft erstmal Giftbälle auf einen. Und ich muss zwar sagen, das Spiel hat jetzt nicht die AAA-Grafik, das sehe ich ja auch. Und ich spiele hier schon auf Ultra-Grafik, also auf absoluter Maximum-Grafik. Aber Grafik ist ja nicht immer alles, finde ich. Das Gameplay macht mir irgendwie sehr viel Spaß bis jetzt tatsächlich. Ob das Spiel Pay-to-Win ist, weiß ich gar nicht so genau. Es sieht ein bisschen so aus tatsächlich, wenn ich mir das so angucke. Und das ist von einem Spielehersteller, dessen Spielename mir gerade nicht einfällt. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Left to Survive heißt das Spiel, was ich meine, was vom gleichen Spielhersteller gemacht ist. Wer das Spiel kennt, wird auch die Ähnlichkeiten definitiv erkennen. Ich finde, das erste Spiel, das ältere Spiel, ist eigentlich sogar ein bisschen geiler von der Grafik her. Oh, Kills mit Waffen stellen Gesundheit wieder her. Das ist sehr gut. Ist fast ein bisschen geiler von der Grafik her, aber halt viel veralteter und man kann vor allen Dingen nicht laufen. Man steht immer nur und kann immer so die Zombie-Wellen wegschießen. Also so, ist halt nicht mehr zeitgemäß so wirklich. Aber um darauf zurückzukommen, dieses Spiel hat mir lange Zeit echt Spaß gemacht, aber wurde irgendwann ziemlich ekelhaft Pay-to-Win und dann habe ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Und dann kam eben noch hinzu, dass andere Spiele einfach moderner und geiler wurden. Aber hier gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance, denn wie gesagt, das Gameplay macht mir echt Spaß. Und hat bis jetzt, ja, einen sehr entspannten Einstieg. So vom Pay-to-Win-Faktor merke ich mit noch gar nichts. Ich hoffe also einfach, um das auf den Punkt zu bringen, dass das mehr so ein, ja, Kosmetik-Ding ist. Oder du hast einfach nicht bessere, sondern mehr Waffen zur Auswahl und schneller schon die Waffen zur Auswahl-Ding ist. Als dass das so ein, du musst jetzt 50 Euro ausgeben, sonst wirst du dieses Level nicht schaffen-Ding wird irgendwann. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, jetzt gucken wir mal. Habe ich hier nochmal? Nee, die Shotgun, die hebe ich nicht auf. Man hat hier übrigens immer so eine Standardwaffe, das ist so diese Pistole. Da habe ich schon gesehen, da könnte ich mir jetzt eine für 3 Euro kaufen aus dem Shop, die hat dann 5% mehr Schaden oder so. Aber ansonsten die anderen Hauptwaffen, die kann man sich nicht kaufen und ausrüsten, bis jetzt zumindest nicht. Die kann man immer nur aufheben. Finde ich zumindest sehr entspannt, weil das so diesen Pay-to-Win-Drang auf jeden Fall schon mal stark minimiert, denke ich mal. Jetzt schauen wir mal, was wollen wir hier Schönes mitnehmen? Verletzt und betäubt ein Gegner, achso, mit Blitzen. Gegner im... Ich glaube, ich nehme doppelte Muni. Da muss ich ein bisschen weniger nachladen. Ist vielleicht auch ganz geil hier für die Waffe. So, wo sind wir jetzt? Gelandet, Schnappabschnitt
4 von 10. Jetzt dürfte es schon mal ein bisschen saftiger werden. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Jetzt muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren, damit ich hier nicht gleich drauf gehe. Und ein bisschen mehr drauf achten. Auch vor allen Dingen auf die Minimap. Habe ich jetzt nicht erwähnt. Hat aber der aufmerksame Zuschauer von euch bestimmt schon gesehen. Links oben ist eine Minimap. Die zeigt dann immer an, von wo die Gegner kommen oder wo sie gerade sind. Da sollte man auch mal so ein bisschen drauf achten. Die sind immer fies. Diese Giftdinger sollte man immer möglichst schnell ausschalten. Also nicht nur, dass sie einen auf einen schießen, wow, sondern auch, wow, chill, dass das Gift auch oft einfach liegen bleibt, ne? Wow, 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 jetzt wird sie aber echt salty. Ja, da hinten ist wieder so, diese Baseball-Typen sind echt, die sind echt fies. So, erhöhter Schaden durch Sprinten, ausgewichen, zack. Und manche, hier, seht ihr, lassen Gesundheitspacks fallen. Das ist aber eher seltener der Fall. Da muss man schon ein bisschen Luck haben. Maximale Gesundheit. Brandgeschoss ist auch nice. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich mal die Brandgeschosse mit, damit ich die Gegner potenziell teilweise zumindest in Brand setzen kann. 5 von 10. Let's go. Nein, nein, ich bin in die falsche Richtung gesprintet. Da muss man aufpassen, sonst geht das in die Hose. Ja, und dann landet die Waffe auch noch direkt im Gift, aber es verschwindet ja wieder. Oh, die Sprinter sind fies. Da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Ich probiere sie einfach mal. Aber jetzt wird es schon ein bisschen knackiger hier. Oh, jetzt kommt die Typen mit der Rüstung. Die hatte ich vorhin schon. Einmal habe ich den schon gehabt. Der ist echt fies. Da muss ich immer sein Schild wegschießen und dann muss ich einen Damage machen. Oh. Wer schießt hier auf mich? Oh, 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 oh. Aber auch der Spielstil für jedes Kapitel, jede Runde kann wieder ein bisschen anders sein, weil die Boni, die man vorgeschlagen bekommt, die ich da immer auswähle, mit 20% mehr Schaden nach dem Laufen und, die sind immer unterschiedlich. Also wenn, selbst wenn ich dasselbe Kapitel und denselben Fortschritt zweimal, dreimal spiele, kriege ich danach wieder andere Boni vorgeschlagen. Und wenn man die verschieden kombiniert, hat man auch wirklich einen anderen Spielstil auf jeden Fall. Das kenne ich aus anderen Spielen, nämlich das Prinzip. Und das kann ganz schön viel ausmachen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen drauf achten. Genau, hier sind nämlich, oh, ganz schön viele. Da bin ich jetzt direkt reingerannt. Ich glaube, da kommen nämlich noch einige. Ja, da kommt wieder so ein Fieser. So, jetzt habe ich es nämlich kombiniert. Mehr Schaden nach dem Granatwerfen hatte ich, glaube ich, in dieser Runde. Auf jeden Fall habe ich mehr Schaden nach dem Rennen. Deswegen habe ich zur Sicherheit beides gemacht. Oh. Und zumindest mit der Granate sein Schild weggehauen. Ah, sehr gut. Gesundheitspack. Perfekt. Jetzt schauen wir mal. Wieder Boost, Schadensboost, Easter. Möglichst Headshots machen, ist aber nicht immer so einfach. Der Rückstoß sieht gar nicht so doll aus, aber der ist manchmal gar nicht so niedrig, wenn man den, wenn man das hier selber spielt, finde ich. Ach, einer ist hier irgendwo noch. Okay, dich holen wir. Zack. Perfekt. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Also ich sag euch Leute, ich habe vorhin, ohne zu kommentieren, dieses Kapitel schon einmal probiert und ich bin gestorben. Ich glaube auch bei Fortschritt 7 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen drückt bitte Daumen, mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Ich schaue jetzt mal, was möchte ich haben. Das ist gut, durch Kopfschuss droppen Gegner kleine Granaten. Das nehme ich nochmal mit. Und dann drückt mir die Däumchen, dass ich vielleicht dieses Kapitel abgeschlossen bekomme. Ach, 6 von 10 sind wir erst, nicht 7 von 10, okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier gestorben bin oder beim nächsten. Ich habe das nur so ein bisschen nebenbei beim Zocken und beim Fernsehgucken gezockt, wollte ich sagen. Boah, ich bin so blöd, ne? Das ist mir vorhin auch die ganze Zeit passiert, dass ich da immer reinrenne in seine Giftexplosion. Oh, ich habe keine Muni mehr. Das ist mir vorhin noch gar nicht passiert. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wow. Oh, jetzt habe ich schon wieder ganz gut Schaden genommen hier. Ich will die Shotgun haben. Bitte.
Danke. Oh! Okay, die Granate hat nicht direkt getroffen. Aber haben wir geschafft, haben wir geschafft. Ich habe jetzt nur noch 3/4 von meinem Leben. Aber mal gucken. Was möchte ich haben? 40% Schaden. Oh, Spieler wird einmal pro Durchlauf wiederbelebt. Das hatte ich vorhin schon mal gehabt. Es hat bei mir nicht funktioniert. Also ich bin gestorben am Ende und ich bin trotzdem gestorben. Und die Runde war vorbei. Deswegen, ja. Nehme ich jetzt hier nochmal den Adrenalinschuss. Einfach für noch mehr Schaden nach dem Sprinten. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Mal schauen. Ich darf nur einfach nicht zu viel Schaden nehmen. Okay, 7 von 10. Nee, ich glaube, hier war ich tatsächlich vorhin noch nicht. Oh, da ist eine lilane Waffe. Ich glaube, die waren besonders krass. Jetzt muss ich ihn schnell weg... Nein, machen, bevor er da in den Bereich kommt. Naja, egal. Oh, Leben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt nochmal schön den erhöhten Schaden ausnutzen. Komm. Ja, komm, genau, block jetzt nochmal meine Waffe, du. Nee, doch nicht. Sehr gut. Mal schauen. Aua! Oh, die sind so assig, ne? Schild, ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg von denen. Da kann ich besser ausweichen, ja. Aber ich glaube tatsächlich, wenn das Spiel keinen ekelhaften Pay-to-Win-Faktor entwickelt und korrekte Updates bekommt, dann könnte es theoretisch ein Spiel werden, das mir wirklich auf lange Sicht Spaß bereiten wird. Denn ich bin auch ein kleiner Fan von anderen Zombie-Games, die halt leider mittlerweile outdated sind und nicht mehr weiter geupdatet werden. Wie Dead Trigger 2, Unkilled habe ich auch gerne gespielt zum Beispiel, ne? Da gab es schon so ein paar kleine Zombie-Klassiker auf dem Mobile. Die aber eben jetzt nicht mehr aktuell sind, ne? Und nicht mehr wirklich weiter fortgeführt werden. Das könnte ein schöner Nachfolger dafür werden. Wenn das jetzt auf YouTube nicht so wirklich gefragt sein sollte, dann spiele ich das halt für mich weiter, aber Potenzial ist da. Jetzt schauen wir mal, was wollen wir haben. Oh, Drachenlauf, also mein schnelles Rennen hinterlässt für 3 Sekunden eine Feuerspur. Aber ich habe auch die, nee, die Clustergranate war auch geil, die zersplittert beim Aufprall. Die nehmen wir jetzt nochmal mit. Aber jetzt muss ich echt aufpassen, ich habe nur die Hälfte von meinem Leben. Das ist überhaupt nicht gut. Deswegen muss ich zusehen, dass ich hier jetzt möglichst viel Schaden mache, bevor die Zombies bei mir ankommen, damit ich so ein bisschen wenigstens mein Leben regenerieren kann. Durch die Kills von Zombies, wollte ich sagen. Oh, Muni ist da. Hm, tauschen wir mal. Ja, die scheint ganz korrekt zu sein, auf jeden Fall. Wow, wer schießt denn da so auf mich? Ach, diese... Oh, die schon wieder. Nein, 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 nein. Oh, fuck, ich hing hier gerade fest. Ich habe an der Kante irgendwo festgehangen und erstmal wirklich die Hälfte von meinem Leben verloren. Okay, jetzt halte ich die Fresse. Specs, halt's Maul. Du musst dich jetzt konzentrieren. Okay. Oh, Leben ist da. Specs, halt's Maul. Okay. Nein, ich kann nicht mehr nachladen. Oh, oh. Die andere Waffe. Oder hier, Muni? Nee. Shit. Bam. Das war eine Kombi. Da gebe ich mir selber GG. Wow, da kommen noch mehr. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich finde aber auch, wie die Gegner fliegen, das ist tatsächlich ziemlich lustig gemacht. Das unterhält mich manchmal sehr, vor allen Dingen mit Explosivgeschossen ist das immer sehr unterhaltsam, wenn die Gegner sich überschlagen und einfach durch die Gegend fliegen wie sonst was.
Ja, gib mir Muni bitte. Danke. Oh, oh. Ja, ja, ja. Diese Lauftypen, ne? Oh, jetzt wird hier schon wieder eklig mit Sachen geworfen. Ich bin gleich zurück. Bam. I like it. So, was möchten wir jetzt nehmen? 20% Schaden, wenn die Granate abklingt. Das nehme ich gleich. Noch einen Schluck Wasser und dann let's go. Ach, ich gehe wie immer in die falsche Richtung. Standard. Das ist wie im echten Leben. Tatsächlich sogar. 9 von 10, meine Freunde. 9 von 10. Was haben wir jetzt? Oh, es kommt bestimmt ein Boss. Kleines, scharfes Auge. Kritische Chance erhöht sich leicht. 50% Gesundheit. Ich brauche die Gesundheit. Ich muss sie nehmen. Jetzt wird es bestimmt übel. Jetzt kommt bestimmt irgendwie ein Boss oder so. Wenn sowas kommt, ich bin gespannt. Finale. Oha. Ja, Mann, jetzt kommt der Boss. Der ist ja wie original, wie aus CD Mobile Zombies. Das ist ja lustig, Alter. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Wie geil ist das denn bitte? Oh, ich muss sprinten. Nein, ich muss hier weg. Oh, oh. Nein, aua. Hör auf damit. Schnell die Shotgun. Und, oh, ich konnte nicht durchsprinten. Fuck. Aber komm, den krieg ich. Den krieg ich. Oh, was ist das? Okay, das ist gemein. Das ist, oh nö. Das ist ja, ihr Cheater. Nein. Hör auf damit. Warum lebst du noch? Ich dachte, das wäre schon tot. Nein! Ich bin so ein Kack-Noob. Okay. Egal. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass sich dieses Viech dann auch noch teilt und dann noch so lange überlebt. Aber egal. Was man verbessern kann, generell, das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Es gibt hier Talente, die man verbessern kann. Im Moment komme ich nicht weiter, ich muss noch ein bisschen weiter aufsteigen. Dann gibt es noch den Charakter, den ich habe, dessen Talente ich auch noch aufleveln kann. Dafür muss ich weitere tägliche Quests machen. Und das ist nämlich zum Beispiel auch hier der Fall. Da habe ich nämlich schon hier eine von den drei täglichen Quests gemacht. Man kann auf drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen nochmal Quests abschließen, um eben diese Währung zu bekommen, die man für Upgrades braucht und sonst nicht so einfach bekommt. Und bevor wir das machen, zeige ich euch nochmal ganz kurz ein Feature, das ihr auch erst freischaltet, wenn ihr ein paar Ründchen gespielt habt. Und das ist hier dieser Kampfpass. Da habe ich jetzt scheinbar ein paar Quests erledigt. Ich habe ihn jetzt nicht gekauft. Ich habe hier die Gratis-Variante. Ich hole jetzt mal noch ganz kurz meine Belohnung einfach ganz schnell ab und dann gehen wir rein, nochmal zum Abschluss hier, in Death Chain. Hier gibt es noch darunter Vernichtung. Ich weiß nicht genau, was das ist, gibt es erst ab Kapitel 11, aber wir haben Death Chain zumindest schon mal freigeschaltet und das spielen wir jetzt mal auf Mittel. Auf Leicht habe ich es vorhin geschafft, das ging ziemlich gut. Auf Mittel, mal gucken, was passieren wird. So, was wollen wir Schönes mitnehmen? 20% Schaden, der Laufen abklingt, finde ich super. So, jetzt beginnen wir wieder ein bisschen entspannter. Und dann wird das Stück für Stück, Fortschritt für Fortschritt intensiver. Oh, die Viecher sind auch gemein. Die kenne ich noch aus dem Vorgänger quasi. Ach ja, nochmal zwei Infos. Für die, die es interessiert, komme ich gleich drauf. Einen Moment. Gesundheit wiederherstellen. Sehr gut, das nehme ich mit. Also erstens, man kann leider das Layout hier, die Buttons, nicht verändern. Was beim Vorgänger bis zuletzt auch nach etlichen Jahren nicht ging. Ich hoffe, das werden sie hier irgendwann einfügen in irgendeinem Update. Und das zweite ist, Autofeuer kann man leider nicht ausschalten. Was ich hier ausgeschaltet habe, ist den Aim Assist. Den fand ich tatsächlich sehr anstrengend und nicht hilfreich. Das kann ich nur jedem raten. Macht Aim Assist aus.
Ansonsten fand ich das eigentlich ganz gut, so die allgemeine Grundeinstellung der Steuerung für den Anfang. Ach ja, ich muss hier mehr meine Fähigkeiten nutzen, ne? Hä? Oh, nimm das, Bruder. Hey! Wer macht hier solche Sachen? Er da hinten, ne? Bam! Alter, die hat gesessen. Oh, schon wieder so ein Assi. Okay, ich wollte ihn gerade richtig geben. Alter, da habe ich schon erstmal ein Drittel von meinem Leben locker verloren. Was wollen wir mitnehmen? Ich möchte mehr Munition im Ladestreifen. Ich habe keinen Bock mehr so oft nachzuladen. Das behindert einen manchmal ganz schön. Ach, wie immer, falsche Richtung. Hä? 3 von 7. Ach ja, stimmt. Bei diesen täglichen Quests sind das auch nur 7 Abschnitte statt 10. Ist ein bisschen kürzer. Nate reinwerfen. Bam. Dieses M16, ne? Ich konnte dieser Waffe in keinem Shooter irgendwie jemals etwas abgewinnen. Ich mag also generell so Burst-Waffen fast nie. Tatsächlich sogar. Aber egal, nächster Bonus, was haben wir hier Schönes? 50% Gesundheit? Nö. Ich nehme 20% Schaden, während die Granate abklingt. Da kann ich wieder schön nämlich die Kombi machen aus Rennen und diesem Sprint und Granaten werfen, um noch mehr Schaden zu machen. Zum Beispiel jetzt. Jetzt habe ich nämlich die Kombi, jetzt kann ich mir auch noch mit... Oh, schön, endlich, eine Vollautomatische. Oh, ganz viele von diesen Käfer... Viechern. Aber der erhöhte Schaden regelt. Ja, genau so muss das sein. Das ist eine Kombi, die mir schmeckt. Außer du schmeckst mir nicht so. Oh, ich habe schon keine Muni mehr. Shit. Nimm das, Käfer. Trotzdem, also es geht, finde ich, dass man, trotz dessen, dass man hier die Steuerung nicht so umstellen kann, die Buttons, weil man... Dieses Spiel eigentlich im Normalfall, würde ich sagen, ja, eigentlich immer mit 2 bis maximal 3 Fingern spielt. Aber es ist trotzdem ein bisschen schade. Manchmal könnte man noch ein bisschen sickeres Movement irgendwie entwickeln, wenn man seine Buttons selber belegen könnte. Alter, aber dieses Teil haut auch rein, ne? Da brauche ich nicht mal meine Schadensboni. Bam, guck mal hier. Alter, ihr habt es kaum gesehen wahrscheinlich. Oder man hat es generell kaum gesehen. Oh. Wie dir geflogen ist der Gegner. Mal gucken, ob die hier gleich lustig fliegen. Hier. Das ist ganz mein Humor. Boah, zerfetzt. Sehr gut. Gut, was haben wir hier wieder? Beim Laufen nimmst du weniger Schaden. Nö. Kills mit Waffenstellen, mehr Gesundheit wieder her. Zieht Gegner in Reichweite heran. Ich weiß nicht, was das wirklich bringen soll. Ich nehme jetzt nochmal Vampir. Außer ich habe vielleicht eine Kettensäge oder so, aber das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen, Nahkampfwaffen. Gibt es ja auch Nahkampfwaffen? Wäre eigentlich ganz cool. Alright, Abschnitt 5 von 7. Jetzt wird übertrieben. Oh. Aua. Boah, nice Waffe. Okay, okay, okay. Ja, genau, auf die Gegner zu war nicht so schlau, aber egal, hat gereicht. Alter, die macht aber auch Schaden, die Waffe. Bam, 497 auf dem Kopf. Okay, vorhin waren wir, glaube ich, noch so bei 130 oder so. Ah ja, das war auch mit Schadensbonus, aber trotzdem. Heftig, das ging aber echt schnell. Dreifachlauf, oh, das ist sehr gut. 2 zusätzliche Kugeln diagonal verschieße ich zu jeder Kugel, die ich geradeaus verschieße. Das ist ein sehr gutes Feature. Alter, bam, Schadenskombi Easter. Hey, gib mal her. Zack. Ja, ja, es läuft immer besser. Das gefällt mir. Oh, ich habe keine Muni mehr für diese Waffe. Das gefällt mir weniger.
Wechseln wir nochmal schnell. Oh, da ist schon wieder jemand mit Gift am Start. Da oben auch. Sehr gut, der ist weg. Batz. Batz. Und dich holen wir auch. Da mit dem Gift. Hör auf damit. Aber ich muss echt sagen, umso mehr ich dieses Spiel spiele, umso geiler finde ich es, ne? Es ist echt, irgendwie ist es echt geil. Ich hoffe, wie gesagt, es wird nicht zu Pay-to-Win-lastig oder so. Ansonsten, Alter. Grafik eine 2, Gameplay für mich jetzt aktuell erstmal eine 1 für so ein Gratis-Spiel. Mega, ich bin top entertained. Und vor allen Dingen, ich kenne ja den Spielehersteller, da kommen immer mehr verschiedene Arten von Gegnern hinzu. Das darf man nicht vergessen. Also es bleibt nicht so. Da kommen gefühlt jedes Kapitel mindestens irgendwie 1, 2 neue Gegnerarten hinzu. Und jetzt muss ich wieder in den Mund halten. Ich habe zu wenig Leben. Und muss mich ranhalten. Oh, ich habe es geschafft. Okay, aber das war jetzt nur 6 von 7, wenn ich mich nicht täusche. Munition im Ladestreifen. Schaden während Laufen abklingt. Das nehmen wir. Ah, nein, ich hätte maximale Gesundheit nehmen müssen. Aber egal. Hätte ich mehr Gesundheit gehabt. Ich muss jetzt einfach den Mund halten und versuchen, dieses Level zu rocken. Also, let's go. Finale. Ein bisschen aufräumen. So, jetzt kann ich mir die Waffe endlich nehmen, danke. Auch wenn die... Oh, die hat nur 2 Schuss drin, wie ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Ich brauche dringend eine neue Waffe. Was ist denn hier los? Und er sieht irgendwie anders aus. Keine Ahnung, der war irgendwie rot. Shit, mein Leben. Oh, oh. So, aber ich brauche jetzt eine neue Waffe. Danke, danke, danke. Boah, perfekt. Genau sowas habe ich gebraucht. Aber nee, ich habe ja gar keine Mund. Da, danke. Was? Ach shit, ich habe die verwechselt mit einer anderen Waffe. Nein, das ist nur wieder mit einem Schuss. Das gefällt mir gar nicht. Aber egal. Ich gebe alles. Auch wenn ich nicht mehr so viel Leben habe. Wir schaffen das. Oh, perfekt. Perfekt. Abgeschlossen. Und nun? Ach so. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, geht's jetzt weiter? Nee. Wir haben es abgeschlossen. Ideal. Sehr, sehr schön. Nimm die Beute. 14.000, 1200 DP. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Sieht gut aus. Abholen. Nice. Okay, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Video schon geht, aber damit dieses Spiel wirklich ehrlich Bock macht, versuchen wir jetzt nochmal die schwere Mission. Ich habe die Befürchtung, dass ich gleich gnadenlos versagen werde. Kann ich meine Talente verbessern? Nein, kann ich nicht. Hier auch nicht. Ich kann nichts weiter verbessern. Ja, probieren wir es nochmal zum Abschluss. Also, let's go. Hier würde ich tatsächlich den Dreifachlauf einmal wählen. Und sagen, let's go. Ah, ich muss noch mal ganz kurz was machen. Der alte Bug ist wieder da. Kurzer Black Screen für euch. Ich bin weiterhin da. Der Sound ist leicht versetzt. Ich höre ihn durch OBS und warum auch immer muss ich manchmal das Kabel noch reinstecken, damit ich den Sound wieder unverzögert höre. Egal. Wir wissen ja, woran es liegt. Und es tritt auch zum Glück nicht allzu häufig auf. Oh, jetzt kommen hier aber schon echt ekelhaft viele kriechende Gegner an. Ich hatte letztens, mir fällt der Name gerade wirklich nicht ein, ich hatte letztens
ein Zombie-Game gespielt. Das war, ich sag mal, so auf dem grafischen Niveau wie T-Mobile oder so, so ungefähr auf dem Style. Das war so ein richtig krass umfangreiches Survival-Zombie-Game. Ich fand es auch vom Grundprinzip ziemlich geil, aber es war so ekelhaft realistisch, das war echt anstrengend. Man musste schlafen gehen, baden gehen, was essen, sogar kacken gehen, pinkeln gehen. Ich denke mir so, Junge, ich will hier nicht irgendwie 20 Minuten Körperhygiene betreiben, bevor ich irgendwelche Zombies ummetzeln gehe. Das hat mich ein bisschen abgefuckt. Das hat mich sehr enttäuscht. Und seitdem war ich immer noch auf der Suche nach einem neuen Ersatz-Zombie-Game, was ich vielleicht mal ein bisschen grinden kann. Und das ist wirklich ein absoluter Top-Kandidat. Wie gesagt, ich hoffe, ja, so ein bisschen Grafik-Update wäre nochmal geil. Steuerungs-Options-Update wäre auch nochmal geil. Und dann immer wieder neuer Content, Events und so weiter. Sowas finde ich immer cool. Zeitlimitierte Events, die einen irgendwie auf Trab halten, die einen zeitlich limitierte Gegenstände freischalten lassen und so. Und vor allen Dingen, wenn der Pay-to-Win-Faktor nicht auf Zwang liegt, sondern auf eine Option zu zahlen. Das würde ich auch sehr feiern. Tatsächlich sogar verdienen diese Spielehersteller potenziell mehr Geld an mir, als wenn man einen Zwang mir auferlegt. Was wollen wir haben? Gegner in einem Umkreis von 4 Metern um dich herum entzünden dich. Das finde ich ziemlich gut. Das nehme ich. Okay. Auf in den nächsten Abschnitt. Den wollen wir gleich als erstes wegholen. Genau, weil der nämlich sowas hier macht. Und das wollen wir nicht. Hey. Ah ja, jetzt fangen die alle an zu brennen, die zu nahe kommen. Das ist sehr, sehr gut. Hey. Warum ist die Waffe verschwunden? Habe ich zu lange gebraucht? Merkwürdig. Egal. Alright, okay, 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 right, okay. Ein enger Gang, viele Gegner. Ich gehe außen rum. Aber was ich ja generell, also jetzt bis auf die generelle Grafikauflösung, die finde ich, wie gesagt, okay, aber nicht gut genug. Um ehrlich zu sein, ein Ticken würde dann noch gehen. Aber was ich ein bisschen schäbig finde, sind zwei Sachen. Zum einen die Schriftart tatsächlich hier von diesem Vampir-Adrenalinschuss und den Text darunter. Das sieht so irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre alt aus. Und das zweite habe ich vergessen. Ist auch völlig egal. Spiel ist geil. Wird hoffentlich weiterentwickelt. Let's go. So, Concentration Specs. Oh, gleich weg mit ihm. Genau, ich habe sowas schon geahnt. Ja, da können wir auch eine Nade reinwerfen. Bam! Also auf einmal. Nee, du hast überlebt, okay? Du warst krasser als alle anderen. Okay, okay, okay. Oh, ich wollte nach hinten. Egal, egal. So, ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, hier auf schwer tatsächlich diese täglichen Quests abzuschließen. Das wäre lustig. Aber ich bin echt gespannt, wenn man wirklich mal ein bisschen reingegrindet hat in das Spiel, was da alles so für Gegner kommen, was da noch für Levels kommen, für Quests, für Modi. Ich habe keine Ahnung, ne? Also ich bin mal echt gespannt. Adrenalinschuss, komm. Genau, das nehmen wir. Mehr Schaden ist auf jeden Fall richtig gut. Ah, wie immer. Wie immer, sag ich ja. Ich laufe in die falsche Richtung. 5 von 7, okay. Bam! Oh! Her damit! Bam! Bam! Oh! Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hinter mir was gehört. Da war der Sound gut gemacht. Und Kopfhörer sei Dank habe ich gehört, dass sie hinter mir gespawnt sind. 20% Schaden während Granate abklingt. Let's go! Das nehmen wir direkt mit. Wir wollen Schaden, 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 Schaden! Wo sind wir jetzt? 6 von 7. Alright. Ja, Mann. Schaden. Die Shotgun ist geil. Die gefällt mir. Die ballert ordentlich rein. Bam.
sehr gut. Hier oben, ja. Ah, wo ist der Werfer? Da. Hier oben drauf sind sie noch, okay. Wie komme ich da hin? Hier. Ja, genau. Lauf runter. Komm. Wo? Egal. Komm. Holen wir den da hinten. Wow. Hör auf damit. Kein Gift. Wie die klingen. Ich glaube, ihr hört das nicht so laut. Ich höre das ja auch nur sehr leise. So. Richtig behindert. Perfekt, Alter. Volles Leben und hier liegt Leben rum. So muss das sein. So. Hier schon wieder. Da ist einer. Ups. Oh. Okay, hier sind ganz schön viele Gegner. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen nachladen und ausweichen. Und jetzt. Bam! Da gibt's einen Nate. Oh, 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 oh. Einmal an der Nase gekratzt. Gleich erstmal ordentlich Leben verloren. Da ist wieder ein. So, nimm das. Perfekt. 40% Schaden, während die Granate abklingt. Das nehmen wir mit. Okay, Finale, Alter. Let's go. Drück mir den Daumen. Mal gucken, was hier jetzt abgeht. Boah, Leben. Sehr gut. Wow. Alright, okay. Alright, okay. Entspannt euch, Fellas. Massiver Schaden, Easter. So, Schadenskombi. Oh, schön in den Schaden reingelaufen, aber egal. Egal, egal, egal. Wir haben es geschafft, Alter. Einfach nochmal easy peasy den schweren Modi hier mitgenommen. Oh, nee, doch, was? Ich wollte gerade sagen. Doch, alles gut. Wir müssen wieder ins Ende laufen. Ziemlich sinnlos, aber egal. Belohnung, abholen. Mal gucken, habe ich jetzt irgendwas Cooles freigeschaltet? 25 Gold, 900 Tacken und 5 Energy. Die Energy braucht man übrigens, um mehr spielen zu können. Die kann man sich dann nachkaufen im Nachhinein. Aber gut, sammeln wir nochmal die Belohnung ein. Sehr, sehr nice, auf jeden Fall. Wie wahrscheinlich ist es, dass du empfiehlst? 10 von 10, bewerte unsere App. Nein, mache ich später. Was? Feedback, später, habe ich eben schon gesagt. Talente, da wären wir. Talente, kann ich verbessern? Mit Geld, was ich easy einfach freispiele. Ich hoffe, es bleibt so. Weniger Nahkampfschaden, okay. Alle Heilungseffekte plus 3 gefällt mir auch. Okay, jetzt muss ich weiterspielen, damit ich das weiter verbessern kann. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ultra Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Also absolute Empfehlung meinerseits. Es ist nicht perfekt, aber für Zombie-Fans könnte das eine richtig geile Unterhaltung sein. Ich war top entertained und sag auf jeden Fall fettes Dankeschön an jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt und falls ihr Bock auf weitere Videos von mir habt. Viel Spaß beim Zocken in diesem Sinne. Hoffentlich bis zum nächsten Video oder Livestream. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wenn ich live gehe etc. Ciao, ciao.